So, da bin ich wieder. Und zwar, nachdem ich mit jedem Charakter jetzt den 80-Mann-Kampf gewonnen habe. Ja, ich habe mir dazu notiert, aber man kann es ehrlich gesagt an den Erfahrungspunkten immer sehen, wer das alles schon erledigt hat, was gut ist, weil dann kann ich mich nicht aus Versehen irgendwie vertun. Und ja, ich habe leider keine Belohnung oder so bekommen für irgendjemanden, außer für Carol, obwohl ich nicht weiß, ob das irgendwie daran liegt, ob ich das geschafft habe auf dieser Stufe oder so, aber er hat folgenden Titel bekommen, und zwar zwitschernder Kämpfer. Ob ihn nur der Kampf so erschöpft hat, jedenfalls gibt er seltsame Geräusche von sich. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwann mit dem Kolosseum zu tun hat, ob ich diesen Titel bekommen habe, weil niemand anders hat einen Titel bekommen. Aber ja, sonst habe ich keine Belohnung bekommen. Ich habe immer Apfel und Zitronengummi oder irgendwas anderes bekommen und 16.000 Gold. Welche ich nicht brauche, weil ich habe 700.000, nee, 7 Millionen. Und ja, so langsam weiß ich, wie der Hase läuft hier im Kolosseum. Und ich würde sagen, wir versuchen uns mal an den 100-Mann-Kampf, weil warum nicht? Mit einigen Charakteren kann ich mir vorstellen, dass wir das 100 Leute für den Kampf zusammen, das wird nur der Herausforderer. So, folgendes: Ich nehme natürlich Yuri, um on screen hier aufzunehmen und so. Ich merke gerade, ich habe noch ein anderes Schwert ausgerüstet. Weil manchmal haben einige Gegner ja gleich als später. Wie gesagt, so langsam weiß ich, warte mal, was? Ach so, bei Magieangriff ist untergegangen. Habe schon gedacht, dass meine Verteidigung jetzt gerade hat, die sich gerade halbiert oder so. Folgendes: Wir gehen mit Angriffsringen hier rein, aber das wird sich noch ändern. Ich habe so das Gefühl, dass ich mit einigen Charakteren das schaffen kann. Mit Yuri habe ich, ja, könnte ich mir vorstellen, wird das sehr einfach werden. Mit Judith könnte ich mir das noch vorstellen. Repeat könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Patty, Rita sowieso. Also das sind so die Charaktere, mit denen ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, dass ich das schaffen kann. Ich werde halt einfach nur machen und ja, wir bekommen ja sowieso alle immer gleich viel Erfahrungspunkte, weil wir Dings hier ausgerüstet haben, Erfahrungsanteil. Und wenn ich dann sehe, irgendjemand hängt irgendwie ein bisschen hinterher oder ein Jahr hängt irgendwie, nennt man das, hat einen Vorsprung, nehme ich an, dann weiß ich ja, welchen Charakter ich hier noch machen muss. Ich notiere mir halt sowieso, also warum. Und ja, ich hoffe, wir schaffen das. Wir gehen jetzt mal hier rein und beginnen den 100-Mann-Kampf. Sollte ja eigentlich nicht so schwierig sein, wenn wir 5 Minuten noch mal extra dazu bekommen. Wir kommen zum berühmten 100-Mann-Nahkampf der Palestrale, dass ich das einmal erleben darf. Die ultimative Herausforderung. Alle bisherigen Kämpfe waren nur eine Übung für die Hauptveranstaltung. Gleich beginnt der legendäre 100-Mann-Nahkampf. Meine Damen und Herren, hier kommt das Opfer des Tages. Der heutige Herausforderer war früher gesuchter Verbrecher, ist der Held der Gilde der heldenmutigen Vesperia. Applaus für finsterer Vollstrecker Yuri. Ja! Also gut, zeig uns, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Fertig, kämpf. So, ich hoffe, das läuft jetzt genauso ab wie in den anderen Mannkämpfen. Ja, sieht nämlich schon fast aus. Wir haben 20 Minuten. Also ja, wird schon klappen. Mit einigen Charakteren schaffe ich das ja schon, weiß ich nicht, in so ungefähr 10 Minuten den Dings hier zu schaffen, den 80-Mann-Kampf, vor allem mit Yuri. Also ja, für 20 weitere Kämpfer, es werden ja jetzt eigentlich nur 20 neue Leute hinzugefügt, ne? Plus die Leute, die ich sonst auch über bekämpfen muss im 80-Mann-Kampf und so. Also es wird jetzt nicht wirklich schwieriger, es tun sich, ich weiß nicht, man muss eigentlich nur immer wieder den gleichen Kampf wiederholen und ja, es kommen dann immer noch so ein paar Gegner dazu. Okay, ich muss die Magie erledigen. Ich bin hier ein bisschen zugelassen. So, perfekt. Ich dachte, kommt auf mich los, dann wollte ich den hier nämlich einsetzen. So, wir haben ja noch mal 5 Minuten jetzt extra Zeit. Das heißt, wenn ich die nächsten 20 Gegner jetzt in den 5 Minuten erledige, dann passt das schon. So, ihr seid auch locker erledigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nach dieser Kombo müssten die eigentlich schon fast kaputt sein. Ja. Wenn man sieht, wenn man Erfahrung sammelt in diesen Kolosseum-Kämpfen.
Und ja, so 1,5 Minuten und wir haben schon 30 Gegner erledigt. Also mit einigen Charakteren ist das ja richtig einfach. Mit Rita wird das wahrscheinlich auch einfach werden, weil wir die ganze Zeit Flutwelle hier spammen. Und ja. Aber mit einigen Charakteren ist das noch ein bisschen unmöglich. Mit zum Beispiel Carol, weil der ein bisschen zu langsam ist. Und das Zell hat so blöde Angriffe, um irgendwie bei sich schnell Schaden zu machen. Die kann irgendwie nur zweimal angreifen und dann eine Art einsetzen. Und ihr komischer Lichtangriff ist auch nicht so dolle, um, weiß ich nicht, alle Gegner irgendwie so zu erledigen, wenn da mehrere sind. Also ja. So, Nan ist schon fertig. Warum hast du dich geil? Nan ist jetzt eigentlich auch kein Problem. Schaffe ich auch locker. Und boom. Also ich schätze meine Chancen sehr gut ein im 100-Mann-Kampf. Außer der letzte Boss, der kommen wird, ist so übelst knüppelhart und haut mich voll gegen die Wand. Ja, 2,5 Minuten, wir haben schon den 50-Mann-Kampf gleich erledigt. Ich habe es vergessen. Ich durfte nämlich mal beobachten, wie diese Viecher mich zu Stein verwandelt haben, als ich mal Judith, glaube ich, versucht habe. Ja, dann habe ich diesen 80-Mann-Kampf verloren. Was ein bisschen doof war. Also, wenn diese Typen immer auftauchen, tue ich Steinwehr ausrüsten, damit das nicht noch mal passiert. So, jetzt können wir wieder Dings ausrüsten. Jetzt können wir wieder den Kraftring nehmen. Also, ich habe schon meine eigene Strategie langsam eher so entwickelt, wenn man das so ein paar Mal gemacht hat. Ich muss jetzt mein Schwert, glaube ich, wechseln, weil diese Viecher tun Licht, sind Resistenz gegen Licht und ich mache nur einen Schaden. Also muss ich hier, glaube ich, wo ist es? Das wäre ja Nummer 2 ausrüsten. Also sonst mache ich nur einen Schaden und dann geht der Kampf wieder unendlich in die Länge. Wenn die aber, glaube ich, erledigt sind, dann, wo ich glaube bei denen auch, ne, weiß ich nicht. Das ist schon, weiß ich nicht. Wenn er hat irgendwie in den letzten Tagen hier die ganze Zeit gemacht hast, dann hast du langsam raus. Viecher können explodieren und sind danach immer noch am Leben. Können mich auch betäuben, egal wie hoch meine Abwehr ist oder ob ich Ruhm habe oder so. Das ist ein bisschen nervig. Hin und wieder sind ja einige Gegner, die einen vergiften oder Schwächung einsetzen, aber da habe ich auch alles raus. So. Ja. War ein bisschen doof jetzt. Die einzigen Hürden sind eigentlich nur ganz am Ende Clint, aber dagegen habe ich auch vorgesorgt. Da habe ich auch gemerkt, dass das ganz schön schwierig ist, wenn man eine Sache nicht bedenkt. Und ja, mittlerweile weiß ich, wie man das umgehen kann. Und ja, der Kampf ist dann auch kein Problem. Ich kann, glaube ich, wieder Dings ja ausrüsten, obwohl ich das noch gar nicht brauche. Irgendwie tun die mich gar nicht stunnen, ja, während Angriffen. So, der haut jetzt eine mystische Art rein, ist aber nicht so weh. Ja, das hat jetzt nicht so gemacht, Kollege. So, komm her. Ja, ist auch nicht so ein Problem jetzt, ey. Aber wir werden sehen gleich. Wer weiß, was gleich noch kommt. Da kommt bestimmt, weiß nicht, Level 100 Gegner oder irgendwie sowas. Und dann kriege ich voll auf die Fresse. Aber ich habe noch genug Zeit. Also Zeit ist immer eigentlich das, was mich irgendwie ein bisschen am meisten stört. Aber wenn wir nur so viel Zeit am Ende übrig haben, dann geht das doch. Oh, du bist weg. Okay. So. Na komm, so haben wir 70 Mann schon erledigt. Tun ja einen die ganze Zeit hier von allen Seiten angreifen, dann kann ich mal meine Feldangriffe hier einsetzen. Flächenangriffe meine ich, so wie Schutzwelt. Und ja, dann kann ich mal alles treffen, was mir in den Weg kommt.
So, die Viecher, die sind, glaube ich, immer am Ende noch am Leben. Ein bisschen nervig finde. Deswegen mache ich die mal kalt. Aber ab 75 kommt Klingt, oder? Oder nee, gleich von noch Zauberer, ne? So, Schwächung ist aber kein Problem. Mein Gott, fällt doch mal. Das glaube ich, weil ich eine Lichtschwache ausgerüstet habe, ne? Deswegen macht das so wenig Schaden gegen die. So, die Magier muss ich erledigen, weil die können mir ganz schön auf die Nerven gehen. So, ich glaube noch eine irgendwo da. Weil irgendwie tun deren Angriff für mich trotzdem stunnen. Weil ich ein bisschen nervig finde. So. Ich würde sagen, der nervigen Teil, den haben wir schon erledigt. Boah, Junge. So, noch eine Combo und du bist weg. Glaube ich. Nee, danach noch eine. Na, ah, Dreck. So, da kommt Klink. Und gegen den muss ich auch eine besondere Strategie einsetzen. Erst einmal heile ich mich von meinem blöden Modus hier, von meinem Status. Und dann tue ich dir ausrüsten. Wiedergeburtspuppe. Weil Klint hat so einen blöden Angriff. Weil man ja schon beim Teamkampf gesehen hat, wo der irgendwie einen tödlichen kritischen Treffer machen kann. Weil ich mich mit einem Schlag erledigen kann. Ich hatte irgendwie unglaublich viel Glück, als ich das erstmal den 80-Mann-Kampf hier aufgenommen habe und das nicht passiert ist. Aber der Typ kann damit einen Schlag mehr oder weniger erledigen, wenn man nicht aufpasst. Und ja, deswegen tue ich wieder Geburtsgruppen ausrüsten, weil dann werde ich sofort wiederbelebt. Okay, ich bin ein bisschen überrascht. Normalerweise tun wir seine Angriffe mich auch noch weghauen, wo ich Ruhm ausgerüstet habe. So, wir haben noch 12 Minuten, so, und egal was für Gegner jetzt gleich kommen, wenn die jetzt nicht Level 100 oder so sind, müssen wir halt eigentlich schaffen. So. Welches Kampfthema ist das? Das ist der dritte immer noch, ne? So. Sieht bisher noch nicht schwierig aus, aber kommt ja noch ein Boss, ne? Dass man die Wiedergeburtsgruppe ja ausgerüstet, falls noch irgendwie was richtig krasses kommt oder so. Ich habe ja irgendwie Gegner irgendwie so One-Shots. Und so will ich nämlich den Angriffsring wieder ausrüsten, aber sieht jetzt nicht so aus, als würde mir die Zeit davon laufen. Ich habe noch Überlimit, wie blöd. Aber das tut mir nicht. Ja, also ich glaube, unsere Chancen sind relativ gut. Hier geblieben. Oh, die beiden. Ja, beide. Schon die beiden gesagt, obwohl ich nur einen gesehen habe, aber ja klar, beide von denen kommen. So, und die sind Level 60, sind die exakt genauso stark wie damals. Aber wir sind ja jetzt auch nicht so schwach mit. Oh Gott. Ja, ich glaube, ich lasse meine Wiedergeburtspuppe noch mal ausgerüstet. Erstmal, so, wir haben schon 300.000 Schaden bekommen. Schaffen wir. Oh Gott. Oh, eins. Wirklich so eine hohe Verteidigung? Nein, ich will noch schlafen. Okay, ich würde gerne mal wieder aufstehen, danke. Oh. So, boom, 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 boom. Ich spare mir mein Überlimit noch ein bisschen auf, obwohl ich noch Limit Tanks und so ab. Aber ja klar, dass mit Yuri jetzt nicht so unglaublich schwierig wird. Jetzt weiß ich nicht, der hat so viele krasse Angriffe und er kann 6-mal angreifen. Der hat Ruhm und all sowas. Also ja, der ist ein bisschen broken so als Kämpfer. So, ich habe mal schon mal erledigt. Oh Gott, ein zu wenig. So. Chancen stehen gut, finde ich. Wir haben noch 10 Minuten, um 10 Gegner zu erledigen. Ich schätze meine Chancen mit einigen anderen Charakteren auch sehr gut ein. Besonders Repeat, Judith, Rita. Repeat hat diesen Schraubenangriff, den man in der Luft irgendwie springt, da ist voll gut. Da trifft er alles in seiner Reichweite. So, was kommt jetzt? Ja, das ist relativ einfach. Ein paar normale Gegner hier so. Also ein Zauberer, die muss ich mich kommen. Durch.
Oh, ihr heilt. Okay. Stirbt. Na, ich dachte, das wird reichen. Was zum Flynn? Was passiert, wenn ich mit Flynn spiele? Oh. Ja, okay, dann will ich wahrscheinlich gegen Yuri kämpfen, nehme ich mal an, ne? So, okay. 68, okay. Ich werde doch nicht immer gegen Flynn dann am Ende kämpfen, oder? Mit jedem Charakter. So, ich mache erstmal das Kleinkram hier alles kaputt, ne? Ist nichts dagegen, ne? Ja, geht um mir. Ich hoffe, der. Boah. Na, guck, wie viel Schaden das macht. Also, ich habe bei Treffer geguckt. Okay, das hat doch ein bisschen Schaden gemacht, aber. Mal ich mal mein Überlevel oder so einsetzen, ey. Ist voll traurig. Ja. Also ich habe 5 Minuten bekommen, um Gouch und Droid ein paar Randoms und Flynn zu besiegen. Finde ich ist nicht schlecht. Weil wir schon so ein paar Level zu hoch sind. Und ich glaube, das war's. Jawohl. Ja, lief doch perfekt. Und wir haben eine Menge Erfahrungspunkte bekommen. Sehr geil. Glückwunsch. Meine Damen und Herren, ihr seht uns jetzt in dieser Serie, haben Sie die Geburt einer Legende beigewohnt. Wir haben einen fantastischen Preis für Yuri. Hoffentlich. Wenn ich bis zum Gipfel des Nahkampfs angelangt, ist keiner da, der gegen dich antritt. Sei stolz, Yuri, denn du hast es verdient. 20.000 Gall, Sternenrüstung und Kolossus bekommen, okay. Auch nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Neues gibt. これくらいは軽いもんだ。モニョ優勝したんだから、もっと喜びはいいじゆうりが欲しかったのは優勝とかって肩書きよりも戦った実感なんじゃないんです。ああ、そういうことかもな。ジョジョン、青年のことよくわかってるじゃない。 これまでのユーリ見てたら、それくらいはわかるようになりました。何それ？維新伝心ってやつ？言えるし？そんなんじゃありません。オッケー。Jetzt kommt der 200 Mann Kampf. Pass auf. Guck mal. Nein, schade. Ich dachte, ich hätte noch eine neue Level oder so freigeschaltet. Nein. Hier muss ich auch noch mal gucken. Und zu gucken, irgendwie, ob immer die gleichen Gegner kommen am Ende, weil wir haben ja gegen Carol und Schwan gekämpft. Weiß, wenn ich die beide im Team habe, kommen dann keine Ahnung. So, haben wir die schon? Hyperrüstung. Hm, habe ich die jetzt beide bekommen? So, Kolossus, einen tapferen Krieger darstellendes Breitschwert. Ah, der besitzt ein Zeichen wahren Sieges. Ja. Wir sind nicht stärker als was ich habe. So, kriegen wir, oder vielleicht sogar, wenn wir für ihn jetzt eine Waffe bekommen würden am Ende. So, Kolossus, Assassine. Wenn im Kampf gegen menschliche Gegner die Angriffsstärkung mindert einen erlittenen Schaden. Den erlittenen Schaden. Das ist doch mal cool. Wir siegen alle Gegner im Alleingang, um zusätzliche Erfahrungspunkte zu gewinnen. Das ist ein bisschen blöd. Weil ich alle eben auf dem gleichen Stand haben will. Wenn man auf den Schlachtfeld als letzter übrig bleibt, erhöht sich der gesamte Status. Okay. Das ist, glaube ich, irgendwie perfekt, um. Für den Solo-Kampf, ne? So, Sternenrüstung und Hyperrüstung. Hyperrüstung habe ich, glaube ich, schon, ne? Ja, da gerade ausgerüstet. Da war mal ich eine Rüstung für Carol bekommen, wenn ich mit Yuri ja gewonnen habe. Oh, sogar stärker. Zwar nicht die Resistenz gegen irgendwas, aber ja, Sternenrüstung, warum nicht? Cool. So, dann werde ich jetzt Folgendes machen, und zwar sollte irgendwie eine Anspielung an irgendjemanden sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Dann würde ich sagen, ich versuche mich mit den anderen Charakteren ja auch an den 100-Mann-Kampf mit denen, denen ich dazu traue. Und ja, mal gucken wir mal. Ich werde mal die Aufnahme drin lassen, weil ich mir weiß nicht, könnte es sein, dass ich jedes Mal gegen Flynn kämpfen muss. Ich könnte ja mal gucken, ob irgendwie der was zum Klauen hat oder so. Weil bis jetzt hatten, glaube ich, noch nie irgendwie was, welche wird zum Klauen. Nee. Schade. Ja, okay, das wäre ja ein bisschen blöd, weil dann könntest du ja immer wieder klauen. Ich habe ja gerade Alexandrit und so gelesen. Da ist wahrscheinlich der Bosskampf gewesen, ne? Keine Ahnung. Okay. So, ich werde damit, weiß nicht, mit einigen anderen Charakteren hier reingehen. Ich werde die auch noch mal anlassen, falls hier, weiß nicht, eine geile Belohnung bekommen oder neues Skit und so. Und mal schauen. Also sehe ich euch dann gleich, wenn wieder irgendwas passiert. Bis gleich. Ich tue ja eigentlich noch heilen, ne? Warte mal, hey! Oktober. Wo bist du denn noch einmal? Du bist neu. So, wer kommt hier auf Flynn? Was? Hier kam gar keiner. Was ist das denn? Oh. War ja voll antiklimatik. Glückwunsch, meine Damen und Herren. Blablabla, schon wieder eine Legende. Jetzt gib mir bitte was Geiles. Ja, Fragment und Alpha und Symbol. Okay, cool. Wenigstens krieg ich noch Belohnungen und kein Skit. So, eher Fragment, das ist, das war ich schon ab, ne? Ja. Und dann andere. Dieses Objekt bekommt nur der Geheirte und ein Objekt mit großen Kräften. Und was macht das? Was macht das? Ja, es. Hallo? Ja, ist keine Ahnung. iPhone Symbol müssten wir mal aus, nehme ich an. So, und kein Skit. No, ich bin ein bisschen enttäuscht. Alles klar. Letzte Minuten müsste ich eigentlich aufgenommen haben für den Kampf. Da war irgendwie nur so ein Typ mit dem Namen Oktober, so ein alter Mann mit einem Schwert und was anderes jetzt nicht wirklich wieder aufgetaucht. Ja, bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber hey, wir haben ein neues Accessoire bekommen. Ich meine, das ist auch was, ne? Warum hängt er jetzt schon wieder ein ganz klein bisschen hinterher? Soldat. Hat. War schon immer so. Super, egal. Repeats notiert, hat geschafft, war jetzt nicht so sonderlich schwierig, ehrlich gesagt. Und ja, muss mal mit dem nächsten Charakter. Schon wieder du. Dieser alte Mann, der taucht überall auf. Ich erinnere, den jemals irgendwie untersucht zu haben, aber okay. Klatsch. Ah, nicht so spektakulär, komm schon. Glückwunsch. Noch eine Legende, Rita, boom. Elementarbrille und gesegnete Kette. Ich glaube, die beiden Sachen habe ich. Okay, mal gucken wir mal. Ja, die habe ich doch letztens mein Dings hier, also letztes Mal in Keith Mock irgendwie gefunden. Da habe ich mir gedacht, oh, der ist ja richtig gut. So, und für sie haben wir jetzt Sachen bekommen, die wir schon haben. Sehr gut. Geil.
Egal, haben wir mit Rita auch geschafft. Wo ist sie? Na, sie hängt, sie hat 80.000. Okay, ich glaube, Repeat allgemein tut irgendwie voll hinterherhängen dann. Keine Ahnung. So, weiterer Charakter geschafft. Auf zum nächsten. Und schon wieder der. Was ist das? Wer ist denn das überhaupt? So ein random Typ, ey. Boah, hört ja mal auf damit, ey. Soll ich denn sein, dass die ganze Zeit immer die Leute hochhalten? Ich habe nur noch eine Minute, sehe ich gerade. Ja, passt. Was? Das gibt's jetzt. Ich hab gesagt, zack. Ich hab gesagt, zack. So. Mein Gott. War gar nicht so einfach, ey. Gouch und Doid. War ganz schön nervig mit Judith. Die haben die ganze Zeit gestunt, ey. So. Drachenmantel an Kadeos. Kadeos klingt nach einem Speer. Hermesstab. Was zum? Hey, mir werden andere Namen angezeigt und ich bekomme andere Sachen. Drachenmantel, Hermes. Ja, mehr Verteidigung, Resistenz gegen Feuer und sonst nichts. Ja. Was ist denn los, ey? Vorhin war bei Rita war glaube ich auch so, ne? So, Luftsprung 3, Magie 3. Wow, das sind vollkommen nutzlose Fähigkeiten. Ich meine, das ist nicht schlecht, aber davon müsste man erstmal irgendwie in Luft kämpfen können. So, gut. Egal, neue Waffe. Ist doch auch was, ne? Gut. So, langsam wird schwieriger. Ich glaube, mit Patty werde ich das noch schaffen. Mit Flynn vielleicht auch noch. Aber Estelle und Carol, da sehe ich erstmal schwarz. Raven vielleicht, weiß ich nicht. Mal schauen. Gucken wir mal. Das letzte ist ja eigentlich nicht so schwer. Man muss eigentlich immer nur gegen Gouch und Droid kämpfen. Also... ist jetzt nicht so unglaublich schwer. Also du bist Judith, also ja. Sehe ich dann, wenn ich hier wieder was geschafft hat. Also bis gleich. Ja, und da ist schon wieder Oktober. Mein Gott, sind die alle schnell tot, ey. Judith hat voll lang gedauert. Boom. Und weg. Das war relativ einfach mit Patty. Kritische Form und Abzugsorientierung. Die veränderte Version davon. Ich glaube, genau so heißt die. Wo sie sich so im Kreis dreht und mit der Knarre rumballert. Und ja, alles voll einfach. So, was kriegen wir ab? Piratenwaffe, weiße Welle und Eclipsenreif. Und wie heißen die Gegenstände wirklich? Haben die jetzt auch wieder einen Namen? Piraten, da die ist doch gerade vollkommen anders, ne? Richtig. Ach, das ist ein Dings, Zweitwaffe. Stimmt, Frauenpower, erhöht physische sowie magische Angriffs- und Verteidigungswerte, wenn die Gruppe ausschließlich weiblich ist. Da, oh, Reflexion, cool. Oh, das ist auch cool. Das sind gute Effekte. Nicht gut. Das hier wird sicherlich auch irgendwann mal sein, weil ich glaube nicht, dass ich jemals irgendwie hatte ich schon mal irgendwie ein Team, das nur aus den Mädels bestand. Ich weiß gar nicht. Aber ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Also das kann auch mal passieren. So, das ist cool.
Oh, das ist in jeder Hinsicht besser als das, was sie jetzt hat. Oh, ach ja, ich habe ihr den Angreif gegeben, weil das extra für sie was war. Und Wasser, ne? So, das ist noch mal cool. Das ist ein cooles Ding in hier. Geil. Für sie hat sich das gelohnt, finde ich. So, jetzt haben wir die einfachsten Charaktere schon hinter uns. Flynn fehlt noch, Raven, Estelle und Carol. Estelle und Carol werde ich natürlich auch versuchen, aber ich stelle mir sehr schwer vor, dass die das irgendwie schaffen. Ich glaube es eher nicht, aber werde es natürlich versuchen. Flynn und Raven mache ich mir schon Sorgen, bei denen war das jetzt auch nicht so komplett einfach. Aber ich werde es natürlich mal versuchen. Ich meine, 5 Minuten extra hier für Gaut und Droid. Dann noch einmal irgendwie so ein Random-Typ. Ja, kann man mal machen, ne? Gut. Alles klar, dann sehe ich euch dann, wenn ich mit irgendeinem anderen Charakter hier wieder was geschafft hat, ne? Also bis gleich. So, ich bin gerade mit Flynn dran. Ich müsste eigentlich vielleicht Yuri auftauchen. Nehme ich jetzt mal an. Wenn bei Yuri Flynn auftaucht. So. Guck mal, wer da ist. Gott, ich hoffe, der ist nicht so stark, wie wenn ich den steuere. Lasst mich durch! Ey, na. Wir haben ja vorhin den Weg hier versperrt haben. Die beiden sind sich am Mund halten, aber japanisch, deswegen verstehe ich kein Wort. Oh, der haut mich natürlich voll kaputt hier. Der ist bestimmt 1000-mal schwieriger als Flynn, ne? So, nein, geh weg. Das ist mein Heiler hier erledigen. Ich merke gerade, er hat sein Überlimit, er hat sein Dings gar nicht eingesetzt sein. Also mystische Art. Ja, halt diese Schweine noch hoch, du Schwein. Okay, du kannst jetzt einfach mal 5 Attacken hintereinander einsetzen, ist klar. Ich analysiere dich jetzt, was machst du jetzt? So. Okay, was ist das für ein Schwert hat der da? Der hat die Ausrüstung, die ich denn gegeben habe, aber die Vorschau zeigt immer irgendwie wahrscheinlich Waffen, die sie eigentlich hätten haben sollen, nehme ich mal an. Oder sein allererstes Schwert, ne? Also nicht. Ich meine, hier, guck mal. Er hat doch die Standardklamotten an und so. Oder habe ich noch rechtzeitig geblockt, dass du den gesehen? Schon abonniert. So, ich habe noch 4 Minuten, da werde ich den Kampf auf jeden Fall schaffen. Nämlich jetzt nicht jetzt komplett zu boxt, ja. Was war das denn für ein Angriff? Kalte Böe. Den Angriff kenne ich nicht. Sah aus, als war eine veränderte Art von Links, ja. Und ich hier auf seinen Kreisknopf, ja, ja, wisst ihr natürlich nicht ausgerüstet habe. Sein Final Gale, wie auch immer das auf Deutsch nochmal hieß. Ich glaube, ich habe gerade einen Hinweis bekommen, weil ich noch für eine veränderte Art freischalten kann. So, jetzt habe ich nicht kaputt, Kollege. Er tut ihm seine mystische Art voll weh. Ich habe euch noch Wiederbelebungspuppen ausgerüstet mit ihm, aber trotzdem. Ah. Okay, 3 Minuten, das schaffe ich. Okay, war deutlich kürzer, als wenn ich das einsetze. Der ist immer noch im Überlimit, wart. Was ist das denn? Da, den Angriff. Der sah aus, als wäre irgendwie, weiß ich nicht. Kalte Böe. Muss ich mal gucken. Wer ist jetzt gut, Kollege? So, jetzt. Boah, ich wünschte echt, ich hätte Reller ausgerüstet. Er tut mal viel einfacher machen. So, jetzt reicht es aber mal, Kollege. Jetzt reicht doch mal, ey. Also das beste Freunde, aber trotzdem. Hier, nimm mal eine explosive Art in die Fresse. Einfach aus dem Bildschirm raus. Ah, nicht heilen. Ah. So, komm. Und weg bist du. Schlitz.
Okay. Ah, sehr gut. Gut, haben wir mit Flynn auch geschafft. Glückwunsch, aber wenn das mit dem schon so knapp ist, ne? Meine Damen und Herren, hier und jetzt in dieser Arena haben Sie gut eine Legende wieder gesehen und strahlender Stern und Generalrüstung. Aber wie heißen Sie in Wirklichkeit? Strahlender Stern und Generalsrüstung. Generalsrüstung habe ich, glaube ich, schon. Ne? Ja. Strahlender Stern, eine neue Waffe. Oh, die sieht cool aus. Ist aber bestimmt schwächer als, weil ich habe, ne? So läuft das normalerweise, ne? Aber neue Waffe, neue Fähigkeiten, Held. Er den Kampf gegen nichtmenschliche Gegner, die Angriffsstärke und mindert den erlittenen Schaden. Das ist doch mal cool. Wird manchmal vorübergehend alle Werte, wenn Yuri einen Gegner im Kampf besiegt. Vorübergehend, okay. Er hat manchmal das gleiche Überlevel, wenn Yuri das Überlimit erreicht. Oh, cool. Erst wenn ich in Überlimit 4 wechsle und direkt meine mystische Art wegballer, ne? Dann ist zwar Yuris, so manchmal, weil dann könnte ich nämlich Überlimit einsetzen, Überlimit Stufe 4 mit Yuri, baller direkt in seine mystische Art raus, dann sehe ich noch, hey, Flynn hat ja auch noch sein Überlimit 4, dann komme ich mit denen nochmal, hau den in seine mystische Art raus und da wäre noch nicht schlecht, ne? So, du musst dich ausrüsten, gelevelt wird später. So. Gut, finde ich gut, dass sich ein paar Sachen hier lohnen. Wie sieht mein Album aus? Ich müsste, glaube ich, so 95% geil. 5% aller Waffen fehlen mir noch. Das bedeutet, da müsste ich jetzt alles hier zusammenzählen, ne? Nee, kein Bock. Gut, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, als nächstes versuche ich mit Raven. Mit dem müsste ich das vielleicht auch noch schaffen, wegen seinen Gewitterzauber hier, diesen Wirbelsturm. Der ist nämlich gar nicht schlecht. Und ja, dann war es das, glaube ich, schon, weil ich glaube, Carol und Estelle werde ich nicht schaffen, obwohl ich es natürlich versuchen werde. Aber ja, gucken, wie das ausgeht. Okay, wir haben noch eine Minute und der Typ ist ja okay. War jetzt auch nicht so unglaublich schwer, aber ja. Mal nochmal ein Limit-Trunk, damit ich beim nächsten Mal voll bin. Und zack. So. Wieder Gouch und Droid, die ein ganz klein bisschen der Herausforderung waren, aber sonst nichts eigentlich. Immer Gewitter gespammt. Hier und da mal Pfeile vom oben regnen lassen. Und ja. Dann klappt's. So, Glorianell und Himmelsstern. Ich glaube, die beiden Sachen habe ich schon. Wäre aber nicht sicher. Ruhmeshelm. Den habe ich noch nicht. Okay. Ich habe einen Drachenhelm. Oh. Der ist sogar besser. Cool. In jeder Hinsicht. Hat jetzt nicht weniger Resistenzen oder so. Yep. Und Himmelsstern. Zeig. Yep, da habe ich schon gesehen. Habe ich neue Sachen zum Lernen. Da. Auferstehung und Wiedergeburt. Ja, das kann man machen. Ist ja besser als alles andere, was ich habe. Aber ich glaube, ich habe einen anderen. Ne, der sieht sogar besser aus als alles andere, was ich jetzt habe, ne? Ja, GP Verteidigung geht runter, aber pff. Hä, warum GP Verteidigung runter? Keine Ahnung, guck ich ein andermal nach. So, cool, haben wir mit Raven auch erledigt. So, jetzt kommen die schwierigen Leute. Jetzt kommen Carol und Estelle. Wenn ich Glück habe, schaffe ich jetzt noch mit Carol, aber ich glaube, Estelle habe ich wortwörtlich nur so in der letzten Sekunde geschafft. Ich habe, glaube ich, wortwörtlich 80 Mann so auf der letzten Sekunde mit ihr geschafft. Also ich glaube, mit ihr schaffe ich es nicht. Ich werde es natürlich versuchen, aber ja, ich mache mir nicht so große Hoffnungen. So, gut, dann mache ich als nächstes mit Carol. Mal gucken, ob das klappt. Bis gleich. Okay. Schon wieder ein Nan. Machen wir mal. Oh. Okay, ich habe nur 5 Minuten, da werde ich locker schaffen. Oh. Au, Alter. Warte mal, ob ich jetzt noch Kraftring ausgerüstet? Ich glaube nicht, ne? Ja. Gouch und Droid waren ganz schön nervig, ey. Die haben die ganze Zeit
Wir haben wirklich die ganze Zeit gezaubert und mich durch die halbe Arena durchgeworfen. Ja, genauso. Ich muss die Magier hier erledigen, sonst jonglieren die mich hier durch die ganze Arena. Ey, das ist voll nervig. Musst du schon eine mystische Art einsetzen? Ja, Overlimit 3 und Überlimit 3 meine ich. Und boah, mich wieder erstmal Abstand machen, damit ich andauernd wegrennt. So, machen wir euch noch fertig. Na, habe ich noch 5 Minuten, um die fertig zu machen. Locker. So, jetzt übrigens eine super Combo. Nach und aufwärts Spaltfall. Dann mache ich die ganze Zeit schon. Dann treffe ich alles in meiner Reichweite. Sehr gut, ne? So, du zaubern. Au. Oh. Weiß nicht, was du da noch mal senken. Verteidigung des Gegners. Oh, sehr gut. Ah. Na. War ehrlich? Was zum Teufel? So, ich setze mal Mischgummi ein, einfach so. Wow. Vor allem, ich habe Roller ausgerüstet mit ihnen, aber irgendwie bringt das nichts, habe ich so Gefühl. Na, ich drück Viereck, aber der kommt nicht, der steht nicht auf. Junge. So, ist dein Ding weg. Was machst du jetzt? Hey, was ist das für eine Verarschung? Ja. Okay, das ist mir zu nervig. Was wird hier? Einfach den hier, ey. So. Ich gerade schon gegen Gauch und Droid einsetzen. Zum Glück habe ich noch alle meine Limit-Punks danach. So, jetzt komm her. Mystische Art. Geh kaputt. Nee, ich glaube, das wird nicht reichen. Wohl. Doch, aber gut. Oh Gott. War nervig, ey. Fing genauso an wie der Kampf davor, ey. 46.000, okay. Er hat mehr Erfahrungspunkte bekommen. Verdammt. Ich glaube, weil er gegen sie gekämpft hat, ne? Hat die mehr Erfahrungspunkte gegeben oder was? Deswegen hat Yuri irgendwie mehr Erfahrungspunkte als alle anderen bekommen. Oder weniger, keine Ahnung. So, Helm der Mutigen und Spaltbohrhammer. Sehr gut. Ey, zu all denen gibt es ja gar kein Skit, ey. Versehentlich. Könnte meinen ja, dass wir jetzt gegen sie gekämpft hätten, dass jetzt irgendwas Geiles hier passiert wäre oder so. Sehr zerstörerisch, zerstört alles. Letzte der maschinartigen Hammerwaffen. Helm der Mutigen. Zeig mal. Ja, ist besser in allem. Kann man mal machen. Und Helm zeigt Power-Schmetterer. Fügt dem Gegner bei einer Power-Attack ein Abwehrbruch zu. Die Superrüstung ist ausgeschlossen. Okay. Ah, gar nicht so schlecht, Waffe. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ist nur um 5 weniger schwächer als die Axt. Feuer und Wind. So, dann ist jetzt, er hat jetzt aber glaube ich ein bisschen mehr Erfahrungspunkte als alle anderen, oder? Ja, Gott verdammt. Wir sind noch alle so ungefähr auf dem gleichen Punkt. So, ist die einzige, die noch fehlt, Estelle. Und bei ihr war es am allerschwierigsten. Also, ja. Gott, wie soll ich denn das machen? Bei ihr habe ich glaube ich auf der wortwörtlich letzten Sekunde erst geschafft, ey. Ich hatte wirklich nur noch 1 oder 2 Sekunden übrig beim 80-Mann-Kampf. Und ja, wenn das mit Carol schon so schwierig war, dann damit ihr stimmt noch schwieriger. Also ja, mal gucken, wie ich das anstelle, aber wenn ich es schaffe, dann zeige ich es euch natürlich. Und ja, bis gleich. So, kein Boss. Oh, perfekt, alles klar, dann schaffen wir mit das halt auch. Ist das nicht schön? Ja, guck euch diesen heiligen Regen an. Ja, guck euch das mal an.
Ja, extra Kombo, denn das heißt, ich kann jetzt noch extra 3 Angriffe machen. Normalen Angriff. Ist das nicht schön? Und ja, das war ehrlich gesagt einfacher als mit Carol, finde ich. Und ja, jetzt haben wir mit jedem Charakter 100 Mannkampf abgeschlossen. Ist das nicht schön? Oh. Gut, ich musste zwar ihre Fertigkeiten wie blöde umändern, weil ich für den finalen Kampf dann wieder umändern muss, aber was soll's. Wir haben es geschafft. Okay, ich habe einen Titel bekommen für Estelle, magisches Fräulein. Und eine Menge Sachen. Kaiserliche Garde, Sanctiarum, Kometenlicht und Sternenlicht. Alles klar. So, und ich meine, Skit, ich krieg natürlich wieder gar nichts. Komm schon, sagte er, nachdem er ihren Titel und alle möglichen Sachen bekommen hat. Ne, ich weiß. So, 2 Schilde und Kometenlicht. Sieht aus wie von so einem Magical Girl irgendwie. So, erstmal das hier. Ja, ist um jedes Ding besser. Kaiserliche Garde. Ne, warte mal, habe ich doch schon. Oder habe ich da gerade. Habe ich gerade ausgerüstet, ne? Ja. Ich habe versehen gedrückt. Wollte das hier gucken. Ja, okay, das hat Resistenzen und ist besser in beiden Sachen. Also ja. Habe ich mit jenen jetzt eine ultimative Rüstung? Ich glaube ja, ne? So, dann der Stab. Ist der besser als. Ich glaube nicht, ne? Hyperheilungskünstler. Ich manchmal. Ah, das kenne ich. Davon habe ich schon Level 1. Nur wenn sie 30.000 KP geheilt hat, dann kriegt sie über Level 1. Kann vielleicht auch nicht schlecht sein für den finalen Kampf. Okay, wo ist der, den ich sonst immer hatte? Ja, ne, der ist viel stärker. Ja. Ah, schade. So, da hat sie 2 Schilde bekommen, ne? Na, komm schon, die haben keine Effekte. Warum habe ich denn jetzt 2 Dinger von davon bekommen? Sag ihnen einen geheimen Zauber, um nicht zu verwandeln. Schild des Heldenmuts. Ich sag doch, er hat irgendwie was von Dings, von Magical Girl, ne? Und du hast ein Dings. Magisches Fräulein, ne? Oh, das sieht cool aus. Schön, da passen die Flügel und der Heiligenschein auch so gut hin. Deine Aura von Magie und Mysterium verzaubern alle in deiner Gegenwart. Cool. Ist definitiv eine Anspielung an irgendwie Magical Girls oder so, ne? Aber dann verliert sie aber ihre andere Attire. Ihre heldenhafte Attire. Da finde ich, sieht die Frisur von ihr am besten aus. Aber das sieht cool aus. Ja, nehmen wir das. Dafür hat sie jetzt auch so ein Dings hier bekommen, ja. Sternenlicht. Was sehe ich jetzt nicht, ne? Schade. Okay. Ja, okay, das mit der Ausrüstung muss ich hier alles nochmal ändern im finalen Kampf. Oh, oh, das hat noch eine Fähigkeit. Man wird einmal pro Kampf nach einem K.O. automatisch wiederbelebt. Ja, einmal pro Kampf. So, jetzt werde ich natürlich wieder erstmal hier die ganzen Sachen leveln, ne? Das kann wenigstens dauern, also eigentlich dauert das vielleicht nicht, ne, aber wenn ich mal dann zum ersten Gebiet hingehe und dann irgendwie ganz einfachen Gegner wegpuste. So, wir haben mit jedem Charakter 100 Mann geschafft. Hat sich leider nichts Neues freigeschaltet. Was soll's, egal. Und ja, ich würde sagen, das war's dann für diesen Part, ne. Müsste alles in einem Part hier reingepasst haben, ne. 80 Mann und 100 Mann. Und ja, dann würde ich sagen, ich sehe euch dann, wenn ich den Kochwettbewerb, glaube ich, noch mal hier mache, ne? Und ich weiß noch nicht, wie ich das alles aufteile. Ich werde schon irgendwie herausfinden, wie ich das mache, ne? Und dann gucken wir mal, ne? Alles klar. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Oder auch nicht, weil ich habe gerade gemerkt, vielleicht ist das ja doch nicht der Ende des Parts. Und ja, mal schauen. Irgendwann, bis irgendwann. Ciao.